Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu einer ganz besonderen Talkrunde. Und zwar habe ich als Gast wieder einmal Michael Podkovnik. Und zwar Anlass gibt wieder ein neues Buch, wie wir vielleicht damals auch schon angekündigt hatten, dass es ein neues in Zukunft geben wird. Herr Podkovnik, von Anfang an vier Geschichten über die Liebe. Da frage ich gleich vier Geschichten. Ja, die Liebe ist in ihrer Erscheinungsform sehr, sehr vielfältig. Und da bin ich eher der Meinung, dass vier Geschichten nur sehr wenig ist über dieses Thema. Herr Podkovnik, das Buch, kann man das schon, fangen wir so an, kann man das schon erwerben? Gibt das schon? Ja, das gibt es in Brno in der Buchhandlung über Amazon, im Lesering und beim LVZ-Shop wird es in Zukunft auch also zu erstellen sein. Man kommt nicht dran vorbei, wenn man möchte. Wenn man möchte. Man will ja nicht zu viel vom Inhalt verraten. Es soll ja gelesen werden, deswegen vielleicht ein ganz kurzes Schmankerl, um was es vielleicht geht. Sind die ähnlich, die Geschichten, oder sind die total unterschiedlich? Sie sind alle sehr unterschiedlich. Aber ihr Kern ist die Liebe. Und das ist das Faszinierende. Ja. Bei der ersten Geschichte geht es ja um Michael und Christine. Bei Michael fragt mich gleich, gibt es irgendwie so autobiografische Züge in den Geschichten? Also, ich sag's mal so. Ja. Geschichten sind wie Blätter, die im Herbst vom Baum auf den Weg fallen. Und wenn man so spazieren geht, dann freut man sich und. Und wenn man Geschichten schreiben will, dann brauchen wir die Blätter, die jedes Blatt für sich eine Geschichte beinhaltet, aufnehmen und kann was dazu schreiben. Und so ähnlich ist das mit den Geschichten. Aber der Grundkonsens oder der Grundgedanke eigentlich ist, dass die Liebe den Menschen unheimlich formt und führen kann. Und dass alle Erlebnisse, die sich eigentlich im Laufe eines Lebens so begeben, doch am Ende auf die Liebe zurückzuführen sind. Und so ist das. Diese vier Geschichten bilden dann faktisch so einen Kreis. So. Der ist echt geschlossen. Aha. Ihrer Meinung nach, warum sollte man wirklich mal hineinschnuppern in das Buch? Ja, im Grunde genommen sind alle vier Geschichten, wie gesagt, gehobene Blätter und somit Alltag eines jeden Menschen. Also das sind wirklich Geschichten, die jetzt gerade von der heutigen Zeit aussprechen. Ja, es ist drei Geschichten in unserer heutigen Zeit. Und in unserer Umgebung, Ortschaften oder so, spielen da eigentlich keine Rolle. Das kann überall sein. Und die vierte Geschichte geht weit, weit, weit in unsere Brunner Geschichte zurück. Ja. Und die habe ich geschrieben, um uns mit unserer heutigen Situation, in der wir uns befinden, in dieser, sagen wir mal so, aufgeregten Diskussion über das Zusammenwachsen oder unser Zusammenleben in unserem Land, meinen kleinen Beitrag abzugeben und zu sagen, seht, am Ende steht die Liebe. Herr Podkovnik, das Buch ist fertig, die Buchlesung ist vorbereitet. Ich kann mir gut vorstellen, es wird noch weitere Sachen geben. Ja, das ist normal, es werden ja auch weiter Blätter von Bäumen fallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon sehr, sehr viel Blätter gesammelt und in einem Band Geschichten und Gedichte, Lebensbilder zusammengetragen, denn diesen Band will ich oder möchte ich dann gerne im Jahr 2025 zur Veröffentlichung bringen. Und
davor, sagen wir mal, das wird im Jahr 2019, Ende 2019 sein, mhm, wird es ein Buch über die Kohle hier rund um Burma geben. Also wer die Lösung wissen möchte, der sollte sich wirklich das Buch kaufen und lesen. Genau. Und schon weiß man mehr. Danke, Herr Bartkoff. Ja.